wenn ich jetzt da nur eine Flasche aus dem Kühlschrank reinlege und es hat heute Außentemperatur, also fast 30 Grad. Jetzt ist es doch klar, dass diese einzelne Flasche die Temperatur leider nicht so lange auf diesem Niveau halten kann, wie wenn ich viele Flaschen da reinlege. Je mehr Volumen da drin ist, desto länger hält es kalt. Wenn ich jetzt halt eben nur diese eine Flasche da drin habe, dann müsst ihr noch mit Kühlakkus unterstützen. Und man kann so sagen, Richtwert zwischen 1,5 und 3 Grad pro Stunde. Temperaturverlust, entweder warm oder kalt. Aber logisch, dass ihr dann nicht alle 2 Minuten den Deckel abnehmt. Denn dann ist diese Rechnung überflüssig. Probiert es einfach aus. Wir freuen uns auch total, wenn da mal Feedback-Rückmeldungen von euch dazu kommen und ihr mal zeigt, wie ihr Lieblingskorb im Alltag verwendet. Er soll euch in eurem Alltag unterstützen und nicht nur geil aussehen. Das tut es so oder so.